Herzlich willkommen zum Wahlcamp von Politik und Kommunikation und Fischer Appelt. Der Wahlkreis 61 in Potsdam ist sowas wie die Todesgruppe der Bundestagswahl. Olaf Scholz, Annalena Baerbock, Linda Teuteberg und unser heutiger Gast Dr. Saskia Ludwig von der CDU konkurrieren um ein Direktmandat für den Bundestag. Welche Strategie man in so einem Wahlkreis am besten wählt, wie sich das anfühlt, welche handwerklichen Mittel da am besten für taugen, darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen im Wahlkampf, Frau Ludwig. Hallo. Ja, die erste Frage habe ich ja eigentlich fast schon gestellt. Wie ist das in der Todesgruppe, ich nenne es jetzt einfach nochmal so ein bisschen boulevardesk, anzutreten? Naja, es ist natürlich spannend, es ist auch interessant. Es ist der spannendste Wahlkreis Deutschlands mit entsprechender Aufmerksamkeit. Das ist gut für den Wahlkreis. Was nicht gut ist für den Wahlkreis, ist, dass es als Theaterkulisse benutzt wird von zwei Kanzlerkandidaten mit höheren Ambitionen. Und das ist ganz klar deutlich zu machen, ich bin eine von hier. Ich möchte die regionalen Interessen vertreten, so wie ich das die letzten Jahre auch schon gemacht habe. Welche Konsequenzen zieht man als Direktkandidatin daraus, wenn man weiß, dass die mediale Aufmerksamkeit in diesem Wahlkreis den Kanzlerambitionen dient oder die Kanzlerambitionen von zwei Kandidaten so in den Blickwinkel nimmt? Wie kommt man dagegen an? Es ist schwierig. Also das muss man klar sagen. Wir hatten jetzt zwei Podiumsdiskussionen und es gibt so einige Medien, die berichten nur und ausschließlich über die beiden Kanzlerkandidaten. Das ist auch, kommt auch nicht der Arbeit, also würdigt nicht die Arbeit, die man vor Ort all die Jahre gemacht hat. Aber genau das ist dann wiederum das Positive. Die vielen Termine, die man gemacht hat, den Menschen, denen man helfen konnte, die Diskussionen. Ich war am Sonntag beim Vereinstreffen, wo der Nachwuchs sozusagen geehrt wurde vom Bläserkonzert. Und das sind Sachen, das vergessen die Menschen nicht. Und deswegen muss ich, und das werde ich auch klar, auf regionale Themen setzen, weil es geht darum, eine Abgeordnete im Wahlkreis zu haben. Und das werden die Wähler nach dem 26. September eben nicht haben, weder mit Scholz noch mit Baerbock. Die werden sich in Berlin tummeln, aber weniger im Wahlkreis. Wie ist denn das Verhältnis von der medialen Aufmerksamkeit? Also ich kann mir vorstellen, die Leute im Wahlkreis, die gucken natürlich alle die Sendungen, die lesen alle die Zeitungen. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass du jetzt versuchst, eher in dem persönlichen Gespräch oder in den persönlichen Veranstaltungen die Menschen zu treffen, mit den Menschen zu sprechen. Kann das ein Vorteil sein, dass jetzt jemand wie Olaf Scholz und Annalena Baerbock auf Deutschlandtour gehen müssen und du dich auf den Wahlkreis konzentrieren kannst? Also das ist ein Vorteil natürlich, aber das zeigt den Leuten vor Ort eben auch, dass das, was vor der Wahl schon nicht funktioniert, nach der Wahl schon dreimal nicht funktioniert. Im Wahlkreis geht es wirklich darum, die Interessen vertreten zu können, Ansprechpartner zu sein, wenn jemand ein Problem hat oder Not hat. Und da möchte ich nicht irgendeinen Mitarbeiter am Telefon haben, sondern möchte, dass mein Anliegen ernst genommen wird. Und das sieht man jetzt schon. Die ein oder andere Talkrunde wurde abgesagt. Da kamen dann Statisten eher von den anderen Parteien, also von den Grünen und von der SPD, als tatsächlich die Wahlkreiskandidaten. Und ja, das ist an der Stelle tatsächlich auch ein Vorteil. Gibt es denn zwischen den spezifischen Interessen oder den Themen, die in dem Wahlkreis groß sind und den Themen, die im Bundesgebiet die Leute umtreiben, große Differenzen? Also gibt es Themen, die man als Beispiel jetzt als SPD-Kanzlerkandidat aufgreifen müsste, weil sie im Wahlkreis wichtig sind, aber eigentlich nicht aufgreifen kann, weil man doch mehr im Bund unterwegs ist und du kannst dich dieser Themen annehmen? Also ein klares Thema ist die Vermögenssteuer. Olaf Scholz macht ja keinen Hehl daraus, dass er Vermögenssteuer erheben will. Das ist für den Wahlkreis 61 Gift. Wir haben viele mittelständische Unternehmen dort, Familienunternehmen. Für die wäre das der Super-GAU, wenn Vermögenssteuer erhoben werden würde, weil das ihre Existenz bedroht an der Stelle. Und da gibt es einen klaren Dissens zwischen dem, was Olaf Scholz als Bundesfinanzminister und dann vielleicht als Kanzler gerne möchte, und zwischen dem, was für den Wahlkreis wichtig ist. Und ein klares regionales Beispiel, da geht es auch um Förderung, um die sogenannte GAW-Förderung. Da hat Olaf Scholz entschieden, dass Potsdam keine Förderung mehr bekommt. Er hat gegen seinen eigenen Wahlkreis entschieden, vielleicht mit Blick auf Deutschland, wo macht aus seiner Sicht Förderung Sinn. Aber wenn ich Wahlkreisabgeordneter bin und mich für den Wahlkreis engagiere, kann ich nicht meine Hand dafür heben, dass zukünftige Entwicklungen und Förderungen von Investitionen in Potsdam nicht mehr stattfinden.
Wie ist das mit Annalena Baerbock? Sie hat ja, sie ist ja eine, in Bayern hätten wir gesagt, eine Zugezogene. Mhm. Hat auch ein, zwei Mal bei Ortsterminen war sie mit der Geografie, ich glaube mit Ludwigsfelde und jetzt auch im Naturschutzgebiet oder im Sumpf, der vernässt wurde, hat sie sich ja, das ist mein neues Lieblingswort, hat sie ja auch sich nicht ganz sicher gezeigt, registrieren das die Leute vor Ort oder beschäftigen sie sich dann doch eher mit den größeren Themen und ignorieren solche Sachen? Also von einigen Medien wird der Fokus klar auf den Bund gelegt. Und da kommen dann Bundesthemen zur Sprache und nicht so sehr die Themen tatsächlich im Wahlkreis 61, was sehr, sehr schade ist, weil es geht um die Belange des Wahlkreises 61. Es wird schon wahrgenommen, ich gehe auch davon aus, dass die Wähler ganz klar Glaubwürdigkeit wählen werden an der Stelle. Annalena Baerbock wohnt schon länger im Wahlkreis 61, hat dadurch natürlich auch mehr Anknüpfungspunkte als Olaf Scholz, aber hat auch in der Vergangenheit wirklich wenig Zeit gehabt für den Wahlkreis selbst. Hältst du es für realistisch, dass jemand, der zum Beispiel die SPD oder die Grünen im Bund wählt, als Direktkandidatin dir seine Stimme gibt? Also wenn klar wird, was Erststimme und Zweitstimme bedeutet, weil da denken wir als Politiker oder Journalisten oft, das ist doch klar, das ist vielen, vielen Bürgern nicht klar, dass mit der Erststimme tatsächlich eine Person gewählt wird, unabhängig von der Partei. Der mich dann hier vor Ort vertreten soll, mit der Zweitstimme erst die Partei, werden viele tatsächlich die Partei wählen und damit natürlich dann auch den Kandidaten, der dafür steht. Und wir versuchen deutlich zu machen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Erst- und Zweitstimme. Also wer Olaf Scholz wählt im Wahlkreis, der bekommt aber eine Saskia Esken und einen Walter Borjans, die dann die Parteilinie vorgeben und Rot-Rot-Grün. Das muss klar sein und ich denke, das dringt gerade im gewerblichen Bereich und bei Unternehmen immer stärker durch. Wie kommuniziert man sowas? Also du sagst ja, wir versuchen das den Leuten mitzuteilen, dass das so ist. Wie teilt man sowas mit? In Gesprächen, also gerade mit Multiplikatoren, die Fragen haben, die sich auch wirklich Sorgen machen um unser Land. Wer ist das? Große, größere Unternehmen sind das, Vereinsvorsitzende, auch Krankenschwestern, die karitativ unterwegs sind, Pflegeeinrichtungen, also die mit ihren Mitarbeitern dann auch viel sprechen. Und die machen sich wirklich ernsthaft Sorgen und sagen, Rot-Rot-Grün können wir hier in dem Land überhaupt nicht gebrauchen. Und wenn man dann aber erklärt, wie sieht es mit der Erst- und der Zweitstimme aus, zum Beispiel, also es gibt nur drei potenzielle Direktkandidaten, die die Mehrheit auf sich vereinen können. Das ist Olaf Scholz, das ist Saskia Ludwig und Annalena Baerbock. Wir haben ja auch noch weitere Kandidaten, wie zum Beispiel Linda Teuteberg oder von den Freien Wählern. Und Linda Teuteberg macht eine tolle Politik. Ich bin inhaltlich, gerade was liberale Themen und Wirtschaftsthemen betrifft, sehr nah bei ihr. Aber jede Stimme, die zum Beispiel eine Linda Teuteberg bekommt, ist eine verschenkte Stimme. Weil bei den Erststimmen tatsächlich nur der einzieht, der die meisten Stimmen von allen hat. Und über solche Sachen redet man dann miteinander und sagt, klar, so kannst du Olaf Scholz an der Stelle auch verhindern. Würdest du sagen, dass du die einzige Kandidatin bist, die ernsthaft um das Direktmandat kämpft? Weil die anderen, die werden ja wahrscheinlich alle eh über Liste auch einziehen. Also die anderen ziehen über Liste ein. Und wie ernst sie es dann mit den Wählerstimmen nehmen, sieht man ja, wie oft sie im Wahlkreis unterwegs sind oder dann tatsächlich auf Podien da sind oder nicht. Nicht besonders ernst, brauchen sie auch nicht, weil sie werden im nächsten Bundestag sitzen aufgrund der Liste. Das ist so. Wie schlägt sich das bei der Terminplanung nieder, dass du sagst, ich möchte betonen, dass ich hier für euch bin und dass meine Termine auch nur euch gelten hier im Wahlkreis? Mhm. Also man muss schon dazu sagen, dass aufgrund der Aufmerksamkeit des Wahlkreises wir diesmal sehr viele Podiumsdiskussionen haben. Und selbstverständlich nehme ich die auch alle wahr. Dadurch ist der Kalender auch schon ganz gut gefüllt, zum einen. Aber zum anderen gehört eben auch zur Wahrheit dazu, dass ich nicht nur Termine wahrnehme in Wahlkampfzeiten, sondern seitdem ich im Bundestag bin, seit Dezember 19, als Nachrückerin, habe ich auch zusätzliche Termine im Wahlkreis wahrgenommen, der ja größer ist als der Landtagswahlkreis. Und das ging jetzt in Corona-Zeiten natürlich auch hintereinander weg. Vieles online, aber seitdem es möglich ist, eben doch persönlich.
Und natürlich ist die Taktung jetzt dichter, dass man noch mehr unterwegs ist und man wird auch noch mehr angefragt und gefordert. Es passieren jetzt im Sommer auch wieder die Feste, die vorher nicht stattgefunden haben. Also der Kalender ist wirklich reichlich gefüllt und da habe ich logischerweise einen Vorteil, weil ich mich auf den Wahlkreis 61 konzentrieren kann. Was sind jetzt ohne Namen von Veranstaltungen oder von Vereinen, Organisationen zu nennen, Termine, die man als Direktkandidatin unbedingt wahrnehmen muss und was sind Termine, die man dann auch mal absagen muss, weil es dann zu eng ist? Mhm. Also ich fühle mich natürlich jetzt geschmeichelt, dass du hier sitzt, aber ganz abgesehen davon, du wirst ja mehr Anfragen haben, als du bedienen kannst. Wie funktioniert da die Selektion? Also was mir natürlich wichtig ist, ist, wenn zum Beispiel Feuerwehr eine Veranstaltung hat oder Kinder- und Jugendarbeit entsprechend gewürdigt wird oder wenn Ehrenamtler in irgendeiner Art und Weise gewürdigt werden oder da Anfragen haben, das mache ich sehr, sehr gerne. Ich habe aber tatsächlich auch eine Menge Einzelgespräche, auch in der Vergangenheit gehabt und jetzt auch. Da muss ich mittlerweile den einen oder anderen dann auch mal telefonisch machen oder online, was wir ja gelernt haben in Corona. Also da muss ich ein Stückchen sortieren an der Stelle. Und ich versuche wirklich, wenn ein Termin flexibel ist, ihn woanders hinzuschieben und nicht unbedingt absagen zu müssen. Das ist schon so, dass es auch das ein oder andere Podium gibt, was leider parallel läuft zu einem anderen. Und dann muss man natürlich gucken, wo erreiche ich die meisten Leute damit und dann ein Stückchen abwägen. Ja. Du warst ja, als du nachgerückt bist in den Bundestag oder bist auch Landtagsabgeordnete. Wie vereinst du die beiden Mandate miteinander oder konzentrierst du dich jetzt voll auf den Bundestag? Naja, also das geht für eine gewisse Zeit, das muss ich klar sagen, das ist kein Dauerzustand, weil es ist wirklich anstrengend. Was aber eben von Vorteil ist, ist, dass der Landtagswahlkreis halt in dem Bundestagswahlkreis drin liegt. Und die Nähe zu Berlin macht es einfach auch organisatorisch möglich. Und dadurch habe ich mehr Termine, aber nicht weniger in dem Landtagswahlkreis, weil man kann sich ja als Person auch nicht teilen. Ob ich jetzt für den Bundestag oder für den Landtag vor Ort bin, es geht ja darum, die Probleme zu lösen. Und der große Vorteil in der Situation Corona war einfach, dass die Informationsbeschaffung selbst natürlich viel, viel besser läuft. Inwiefern? Also was zum Beispiel Hilfen betrifft. Wenn Unternehmen Hilfe brauchen, Überbrückungshilfe zum Beispiel, und kriegen die nicht, dann ist es immer leicht, vom Land auf den Bund zu verweisen. Und der Bund sagt, naja, wir haben aber das und das rausgegeben, das Land muss da arbeiten. Dann weiß man schneller als Abgeordnete, wo es klemmt. Meistens sind es Kommunikationsschwierigkeiten und kann dem Unternehmen halt schneller helfen. Jetzt ist in deinem Wahlkreis ja so, dass die Bundespolitik eine ganz große Rolle spielt. Da haben wir jetzt im Prinzip ja auch ausgiebig darüber gesprochen. Wie ist es denn mit der Bundeskampagne der CDU? Welche Rolle spielt die im Wahlkreis in Potsdam? Auch das Zusammenspiel mit der Bundesgeschäftsstelle, welche Hilfestellungen gibt die und kommt dann vielleicht sogar Armin Laschet auch in den Wahlkreis? Also Armin Laschet war jetzt am 13. August bei uns, also bei mir im Wahlkreis, direkt an der Kliniker Brücke. Und das war wirklich eine erfolgreiche, gute Veranstaltung mit einer wirklich guten Rede eines bewegten Armin Laschet. Ansonsten haben wir einen engen Draht mit der Landesgeschäftsstelle, die Landesgeschäftsstelle wiederum mit der Bundesgeschäftsstelle. Plakate hängen jetzt bei mir im Wahlkreis und auch die großen Wesselmann-Flächen stehen. Also da gibt es einen engen Draht. Und die Messages, werden die aufeinander abgestimmt? Weil eigentlich, das ist ja, das haben wir ja gerade eben gesagt, da gibt es ja zwischen den Bundeskampagnen der Konkurrenten im Wahlkreis und deiner Kampagne tatsächlich unterschiedliche Ansätze. Was wird da plakatiert? Welche Themen werden aufgegriffen? Das müsste ja zwischen der CDU-Bundes- oder der Unionsbundeskampagne und deiner Kampagne eigentlich dasselbe Problem sein, um es so zu nennen. Also die Bundeskampagne ist ja weiter gefasst und da gibt es natürlich Schlagworte, ja, wie Mittelstand entlasten. So, und das passt natürlich perfekt für den Wahlkreis 61. Ich gehe tiefer mit regionalen Themen und kann dadurch das natürlich deutlicher adressieren, was notwendig ist und was nicht notwendig ist. Insofern passt das ineinander, diese Kampagne. Und ja, also da glaube ich nicht, dass man sich da zwingend groß abstimmen muss. Ich bin CDU-Mitglied. Das Wahlprogramm, was jetzt ausgearbeitet wurde, beinhaltet viele wichtige Impulse, die ich schon 2017 erwartet habe. Und ja, und kann das dann entsprechend deutlicher umsetzen im Wahlkreis 61. Ich habe gesehen, du hast in Brandenburg die Werteunion auch mitbegründet.
Wie beurteilst du die derzeitige Situation? Weil da ist es zwischen der Werteunion und der Union ja doch zu schärferen Tönen gekommen. Ja, das ist richtig. Die Entwicklung war ein Stück weit letztes Jahr absehbar. Ich bin auch letztes Jahr im April ausgetreten. Die Werteunion selbst zu gründen war ein notwendiger Schritt, um innerhalb der CDU deutlich zu machen, wir sind eine große Volkspartei. Das ist aber anerkannt. Armin Laschet hat klar gesagt, er stellt die CDU breiter auf als Volkspartei. Und das ist richtig. Und gerade in Wahlkampfzeiten ist es aber notwendig, gemeinsam auf ein Tor zuzuspielen. Insofern war klar, die Werteunion, die da ihre Entwicklung so nimmt, dass das dann an der Stelle nicht so hilfreich ist. Aber ich denke, dass Armin Laschet damit sehr, sehr gut umgegangen ist. Wie beurteilst du den Wahlkampf insgesamt? Also jetzt gar nicht von einer bestimmten Partei, sondern es wird ja ganz viel geschrieben von einem Wahlkampf der Nichtigkeiten. Ich selber kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, dass irgendein Wahlkampf so besonders viel besser gewesen sein soll. Stimmst du in diesen Chor der Kritiker mit ein? Man muss jetzt mehr über die Themen reden, weniger über Nicklichkeiten, oder würdest du bisher den Ton beurteilen? Also ich finde, es wird sehr viel über Themen gesprochen, aber die dringen nicht so durch wie manche Bilder, die nicht so schön sind. Also wir haben hier eine klare Richtungsentscheidung am 26. September. Geht es weiter mit sozialer Marktwirtschaft, mit Freiheit und mit Wohlstand, oder bekommen wir, wie es gerade von linken Positionen dargelegt wird, Gemeinwohlwirtschaft, in Klammern Volkswirtschaft, hatten wir schon mal in der DDR, Einschränkung von Freiheiten bis hin zur klarer Verbotspolitik. Das ist eine Richtungswahl. Schärfer kann es nicht sein an der Stelle. Ist das klar genug? Ich denke, wir können es noch deutlicher adressieren. Ich bin aber davon überzeugt, dass das noch kommt. Wie? Das ist eine gute Frage, wie Medien das dann auch entsprechend aufnehmen. Also man kann es nicht deutlicher ansprechen, als ich es auch gerade gesagt habe, aber wir müssen es noch deutlicher an bestimmten Punkten aufzeigen, wie zum Beispiel beim Klimaschutz. Das ist wichtig, das Thema, das ist bei uns auch gut aufgehoben. Die CDU hat immer für Umweltschutz und für Klimaschutz gestanden. Für die Grünen kann es nie genug sein. Ja, es hieß nach dem Pariser Klimaschutzabkommen 40%. Wir haben das deutlich erreicht. Die Grünen wollen das noch mehr haben und noch früher. Also bei uns im Wahlkreis 61 spielt natürlich der Kohleausstieg auch eine Rolle mit entsprechenden Auswirkungen auf Brandenburg insgesamt. Verabredet ist 2038. Die Grünen wollen das jetzt 2030 haben. Das hätte enorme Auswirkungen auf Familien, auf Arbeitsplätze, aber so gut wie keine Auswirkungen auf das Gesamtweltklima. Und das muss man schon deutlich und sachlich und pragmatisch adressieren, dass das, was die Grünen verlangen, in keinster Weise irgendwas mit Klimaschutz zu tun hat, sondern es geht darum, ihre Ideologie durchzudrücken, auch mit Verboten. Es wird ja sehr viel auch über Koalitionen gesprochen. Am allermeisten wird darüber gesprochen, welche Koalition man nicht haben will, weil das auch ein bisschen in Umfragen publik geworden ist, dass viele Leute ihre Wahlentscheidung tatsächlich davon abhängig machen, Leute von der Macht fernzuhalten, statt ihnen zur Macht zu verhelfen. Rot-Rot-Grün, ist das ein Schreckgespenst? Ja, das ist es. Warum? Weil alle drei Parteien deutlich mit Verboten arbeiten wollen und die Idee des Sozialismus in sich drin tragen. Und Sozialismus ist immer wieder irgendwie eine nette Ideologie, aber schrecklich in der Umsetzung. Und wenn nicht mehr das Individuum im Mittelpunkt des Agierens steht, sondern nur noch das Kollektiv, dann ist das wirklich hochproblematisch. Und das machen alle drei Parteien. Und deswegen ist es ein echtes Schreckgespenst. Aber ist das nicht der Zeitgeist? Es gibt so einen schönen Spruch, wer sich mit dem Zeitgeist verheiratet, ist bald Witwer. Und da muss man eben aufpassen, dass man dem Zeitgeist nicht hinterherläuft. Jetzt läuft aber der Trend hin zu einer rot-rot-grünen Mehrheit. Zumindest ist sie jetzt in Reichweite gekommen. Davon kann man ja nicht sprechen vor ein paar Wochen. Da war das ja weit, weit entfernt. Jetzt mittlerweile könnte unter einem Kanzler Scholz es tatsächlich dazu kommen. Ich glaube, dass die Grünen wahrscheinlich auch ein bisschen in andere Richtungen gucken, was Koalitionsmodelle angeht. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dein bevorzugtes Modell ist wahrscheinlich schwarz-gelb. Das ist ja sehr weit, oder das ist auf jeden Fall sehr weit entfernt. Wen könnte man damit dazu holen? Da sind doch eigentlich die Grünen, die du jetzt sehr hart kritisierst, der natürlichere oder der Partner, von dem man davon ausgehen kann, dass die am meisten Lust darauf haben. Ja, das glaube ich. Und wenn sie viel Lust darauf haben, sind sie auch bereit, viel Kompromisse zu schließen.
Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, gucken wir nach Österreich, funktioniert das auch mit den Grünen? Ich glaube, da müssen wir ein Stück weit auch in Deutschland umdenken, dass Koalitionen nicht mehr bedeuten, alles miteinander zu vermischen und dann einen Konsens herzustellen, sondern dass Kompromisse gefunden werden und bestimmte Bereiche eben ganz klar in die Verantwortung der CDU gehen und bestimmte Bereiche ganz klar in die Verantwortung der Grünen. Dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass es funktioniert. Nochmal ein Blick in den Kalender. Was sind so in den kommenden Wochen die Highlight-Termine, die du dir im Kalender rot angestrichen hast? Friedrich Merz natürlich, da freue ich mich besonders, dass er in den Wahlkreis kommt. Wir haben aber auch Armin Laschet nochmal da am 4. September. Und ich habe noch das eine oder andere Fest, bei dem ich dabei sein darf und auch ein Grußwort halten darf. Da freue ich mich auch sehr drauf. Alles klar. Saskia, vielen Dank für deinen Besuch im Wahlcamp von Politik und Kommunikation in Fischer-Appelt. Sehr gern, Konrad. Dankeschön.